Herzlich willkommen bei Barcode, eine neue Ausgabe der Sendung aus Südtirol, die Cocktails, die Cocktailkultur und die Barkultur. Diesmal aus dem Boxenstopp in Pfalz-Eben, wo wir unsere Cocktailkurse immer abhalten. Und unter diesen Cocktails, die wir hier kreieren, ist ein ganz spezieller dabei, der ziemlich gut angekommen ist und den möchte ich heute mit euch machen. Und zwar den Gin Basil Smash. Er kommt aus Hamburg, ist 2008 erfunden worden vom Jerry Meyer und ist dann um die Welt gegangen. In Deutschland ist er leider gar nicht so berühmt geworden, aber das wird sich vielleicht diesen Sommer schon ändern, denn er ist wirklich sehr erfrischend und auf jeden Fall eine Probe wert. Das Glas ist wie immer bei uns eisgekühlt, schon mit Eis vorbereitet. Wir fangen ganz schnell an. Es ist ganz einfach zu machen. Wir nehmen 5 bis 6 Blätter Basilikum, zupfen das Ganze hier mal raus und schmeißen das in unseren Shaker hinein. Und werden das Ganze richtig stark und kräftig zerkleinern, damit die ganzen Aromastoffe des Basilikums herauskommen. Und man riecht sofort das Basilikum. So, sobald das Basilikum schön klein da drin im Shaker ist, kommen 2 bis 3 Zell Zitronensaft hinein, 2 Rosellzell vom Zuckersirup, dann nehmen wir einen Gin, von denen geben wir ebenfalls wie immer 5 bis 6 cl Spiritose in unseren Shaker hinein und da es sich wieder um einen Cocktail handelt, wo Kräuter dabei sind, müssen wir das Ganze richtig hart shaken. Und ob mein Gin Basil Smash fertig ist, das sehe ich dann hier schon an der Farbe. Wenn die Farbe richtig schön grün ist, dann ist er fertig. Wir geben das Eis aus unserem Glas wieder hinaus. Es ist eiskalt. Und unseren Gin Basil Smash in das vorgekühlte Glas. Und als Deko einfach nur ein Basilikumblatt. Und das ist unser Gin Basil Smash. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Barcode, vielen Dank.